Ein Blutspendeverbot für schwule Männer. Klingt absurd. Immerhin retten Blutspenden Leben, werden dringend gebraucht. Je mehr Spender, desto besser. Außer man ist ein homosexueller Mann oder trans. In dem Fall gab es lange Zeit Regeln, die das Blutspenden erschwert haben. Bis jetzt. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, schauen wir heute auf die Änderung des Transfusionsgesetzes. Es ist auf jeden Fall etwas, was nach Diskriminierung klingt und was medizinisch schwer begründbar ist. Zukünftig sollen die Beschränkungen für homosexuelle Männer und Transpersonen wegfallen. Wir schauen drauf, weshalb es das Verbot gegeben hat, welche Kritik es an dem neuen Gesetz gibt und treffen einen Betroffenen. Verantwortung übernehmen, etwas für die Gesellschaft tun. Das bedeutet Blutspenden für Georgios. Als offen homosexueller Mann war das für ihn aber lange nicht möglich. Denn bis 2017 war es Männern, die mit anderen Männern schlafen, verboten zu spenden. Eine Vorsichtsmaßnahme, entstanden durch die AIDS-Krise in den 80er Jahren. Als ich mein Coming Out hatte, habe ich dann erfahren, dass ich pauschal ausgeschlossen bin von der Blutspende. Und ich habe dann mich zurückgewiesen gefühlt, weil es offensichtlich keine wissenschaftliche Evidenz gibt, dass diese Maßnahme überhaupt notwendig ist. Deswegen hat mich das persönlich auch verletzt. Wir treffen Georgios in einer Ausstellung von Niki de Saint-Fall in Frankfurt. Sie wollte mit ihrer Kunst AIDS-Kranken Hoffnung geben. Bunt sein, sich engagieren und aufklären, darin findet er sich wieder. Es ist wichtig, dass auch öffentliche Persönlichkeiten, wie die Niki de Saint-Fall zum Beispiel, sich zu Lebzeiten sehr engagiert gegen die Stigmatisierung von HIV eingesetzt hat, dass solche Personen auch entsprechend sich äußern. Eine Stigmatisierung hilft keinem. Das generelle Verbot für homosexuelle Männer ist mittlerweile Vergangenheit. Doch bis jetzt gab es für sie trotzdem andere Auflagen als für heterosexuelle Spender. Carsten Gehrig von der Frankfurter AIDS-Hilfe sieht das als Stigmatisierung. Das aktuelle Verfahren ist das so, dass der Arzt entscheidet bei heterosexuellen Kontakten, wenn es mehrere waren, ob es quasi eine Rückstellung gibt oder quasi ein Aussetzen vom Blutspenden. Bei Männern, die Sex mit Männern haben, reicht schon ein Kontakt mit einem anderen Mann, dass man ausgeschlossen wird von dem von der Blutspende. Das kann einfach nicht sein, weil auch, wie gesagt, das Risikoverhalten von allen quasi gleich bewertet werden. Bis jetzt durften homosexuelle Männer nur Blut spenden, wenn sie in den vergangenen 4 Monaten keinen neuen oder mehr als einen Sexualpartner hatten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht solche Regelungen seit Jahren als wissenschaftlich überholt an. Die Richtlinie ist nach wie vor zu restriktiv. Das also Übertragungsrisiko ist sehr gering und wir können es heute im Blut auch feststellen, ob eine Gefahr besteht. Nun wird das Transfusionsgesetz geändert. Es soll nur noch das individuelle Sexualverhalten aller Spender berücksichtigt werden. 4 Monate hat die Bundesärztekammer jetzt Zeit, die Richtlinie anzupassen. Doch es gibt auch Kritik. Die CDU bevorzugt die 3x3-Regel aus Österreich. Wer hier in den vergangenen 3 Monaten mit 3 Partnern Sex hatte, darf für 3 Monate kein Blut spenden. Egal ob schwul oder hetero. Die AIDS-Hilfe Hessen würde einen anderen Weg wählen. Ich finde gut, was man in England gemacht hat. Dort ist sozusagen jetzt auch eine Neuregelung auf den Weg gebracht worden, weil man hier interdisziplinär vorgegangen ist und das sozusagen nicht aus rein ärztlich-medizinischer Sicht angesehen hat, das Thema. Und hier hat man eine sehr differenzierte Regelung gefunden, wo dann geguckt wird, lag in dem zurückgegangenen Jahr lagen dort spezifische sexuelle Praktiken vor bei den Personen. Das höchste Risiko ist bei ungeschütztem Analverkehr mit Ejakulation eines Partners. Ins Gespräch mit Betroffenen kommen. Das wäre der Vorschlag der AIDS-Hilfe. Für Georgios ist die neue Richtlinie in jedem Fall ein Grund zur Freude. Ich bin bei einem Arbeitgeber, der auch engagiert ist. Und an meinem Arbeitsblatt wird auch regelmäßig vom Deutschen Roten Kreuz Blutspendetermine angeboten. Ich freue mich, bei dem nächsten Termin dann dabei zu sein. Für ihn wichtig als ein Stück Gleichberechtigung, für mögliche Empfänger in Zukunft vielleicht sogar lebenswichtig. Was meint ihr? Ist die neue Regelung eine gute Lösung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal für mehr News aus Hessen.